Hallo Leute, bevor wir mit dem Video loslegen, eine kleine Vorinfo. Hier mal ein paar Benchmarks, nur so nebenbei. Aber jetzt wirklich. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Just Cause 2. Ja, ich habe es eben schon einmal ganz kurz angekündigt, schon vorab quasi. Entschuldigung, wenn das so random kam. Ihr seht gerade mal einen Benchmark-Test, den ich gemacht habe. Ich habe mit Nvidia Experimental oder Xtrendle oder keine Ahnung, irgendwie dieses Tool halt, habe ich mal Just Cause optimiert, also sprich eingestellt, so dass ich da nicht drauf gucken muss. Habe jetzt eine Framerate von durchschnittlich 122 in der Wüste. Ich weiß nicht, wie die anderen Sachen aussehen. Auf jeden Fall, ja, ihr seht hier die ganzen Anzeigeeinstellungen, erweiterte Anzeigeeinstellungen und halt auch das System, worauf es läuft. Also dementsprechend Nvidia GTX, also GeForce GTX 1060 mit 3 GB und 4 GB RAM habe ich allgemein. Und ja, so oder so ähnlich funktioniert das ja eigentlich recht gut. Jetzt ist ja das Ding, ich muss mal gucken, wenn ich jetzt lade, wie es da ausschaut. Achso, im Übrigen, wir werden uns heute wieder um das Alltägliche kümmern. Okay, das ist wirklich fast flüssig. Das Problem ist nur, es sieht auch dementsprechend aus. Also merkt dem Spiel das auch an. Schön und gut. Aber dann gehe ich doch hier nochmal und hier nochmal auf Mittel. Textur-Details gibt es noch stark. Dann gehe ich da auf das und übernehme nochmal die Änderungen. Weil zusätzliche Frames sind zwar schon gut, aber diese Kleinigkeiten lasse ich mir nicht nehmen. Ja, jetzt schaut schon einigermaßen grandios aus. Wobei, ich gucke mal, was da noch geht. Anti-Aliasing-Filter ist aus, weiche Partikel aus, V-Sync ist aus, hochauflösende Schatten ist aus, es ist aus. Ja, keine Ahnung, was ich noch machen kann, Leute. Egal. Wir lassen jetzt einfach mal zum Großteil das so, wie es ist und machen uns lieber mal. Oh Gott, man sieht es halt wirklich dem Spiel an. Ja, auf dem Weg. Ich wollte ganz gerne heute dann mal so anfangen, dass ich stattdessen hier den Militärpunkt mache und mich dann hier so rechts hoch arbeite. Von da aus dann rüber gehe, hier zur Mitte. Also ich verwerfe den ursprünglichen Plan mal wieder. Okay, ich muss doch nochmal, Entschuldigung, es ist erweiterte Anzeigeeinstellungen. Wenn ich jetzt auch noch wüsste, Objektdetails vielleicht. Ich guck mal gerade, weil das ist halt schon irgendwie mir doch so ein Dorn im Auge, wenn das nicht so. Ja, das schaut schon glatter aus. Ein wenig nach etwas solcher ausschauen noch, ne? Anders geschützt! Apropos geschützt, da fällt mir ein, ich habe herausgefunden, man kann Geschütze abbauen. Sprich, man muss einfach nur Leertaste drücken, wenn man an so einem festmontierten Ding ist, weil, ja, das hat mich halt den ein oder anderen Mal schon halbwegs den Sieg gekostet, zwischendurch mal. Vielleicht hätte ich das gerne früher gewusst, aber hey, es kommt nur in diese Ladebildschirmsequenz, wo man dann so die Texte nur sporadisch mal durchliest. Ich vermisse doch irgendwie so langsam Tutorials. Also klar, kein Mensch hat sie gemocht, kein Mensch hat sie irgendwie wirklich gebraucht. Aber bei solchen großen AAA-Titeln hätte ich sie dann doch schon wieder ganz gerne. Einfach nur, um solche Kleinigkeiten zu wissen. Hey! Wer bist du? Wer bist du? Nur so nebenbei aber erwähnt sei. So. Weder Sprengen noch Granaten habe ich. Das heißt, bevor ich da loslege mit irgendetwas,
Haha, ihr dachtet schon, ne? So. Wir holen uns einmal C4 ganz schnell. Und ich finde gerade Exorbitant interessant, dass er jetzt schon da ist. Aber soll nicht mein Problem sein. Sei vorsichtig damit! Na gut, das verkürzt auch die Ladezeiten von solchen Sachen, ne? So, abgesägte Schrotflinte ist fertig. Schrotflinte geht nicht. Was ist denn hier mit Fahrzeugen? Okay, ja gut. Ja. Super. So viel noch 50. Warte mal. 50. Tatsache, es fehlen nur noch 50. So, ich kann das ja mal demonstrieren. Feindliche Einheiten gesichtet. Jetzt stirbst du. Bei Sichtkontakt sofort Feuer. Du verdammter Wichser! Bin aber dann halt, wenn ich ballere, auch stationär, mit anderen Worten. Töte den! Ich brauch Deckung! Wir brauchen Hilfe! Schickt Luftunterstützung! Du kannst laufen, aber dich nicht verstecken. Alles Grandiose ist, es hat halt unendlich Munition, ne? Einziger Nachteil, ich kann damit nicht hüpfen. Aber brauche ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Weil bevor ich damit irgendwie in die Luft hüpfe, ist alles andere schon erledigt. Keine Gnade! Lass die nicht entkommen! Da drüben! Cool! Super genial. Also wie gesagt, hätte ich das früher gewusst, ja, wäre vielleicht das ein oder andere anders ausgegangen. Man weiß es ja nie, ne? Im Endeffekt. So. Ah ja, und andere Situation ist, ich hätte solche Geschütze auch viel früher schon hätte schaffen können. Hoppla. Nicht so ganz der Satz, wie ich ihn bilden wollte, aber es hat funktioniert. Ausschwärmen! Findet ihn!
Deckung! So, ich suche mir weiterhin noch Sachen zum Zerstören, bevor ich frage, warum ich nicht jetzt auf schnellen Tempo zurückspringe. Ich gehe rein! Attacke! Weil ich zusätzlich umzusehen, bringt meistens mehr als, ja, nachher was zu übersehen. Das haben wir ja jetzt schon gut genug gelernt. Ich hab ihn! Oha, okay, damit kann man natürlich aber nicht rechnen. Auf den Boden! Mann! Bringen wir es zu Ende! Er ist da drüben! Krall ich mir den halt. Ist ja fast so gut wie so ein. Ich nehme keine Anhalter mit. Oh. Ist noch mehr flüttern? Okay. Okay, super, jetzt mit diesem schnellen Tempo von der, ja, ganzen Schoße hier, kann man das schon eher schaffen. Aber dadurch, dass ja jetzt alles flüssiger läuft. Ich will natürlich nicht sagen, dass es jetzt so perfekt ist. Um Gottes Willen, das wird es nie sein. Das kennt jeder PC-Gamer dort draußen. Aber nahezu perfekt. Reicht ja auch bis dato erstmal. Was habe ich denn noch nicht zerstört, beleidigt oder gefunden? Ah, ich sehe schon. Das war ich am ehesten übersehe immer. Bringen wir es zu Ende. Hab hier meine Waffenrechnung nicht gezahlt, keine Munition gekriegt. Aber das ging auch so. Sehr schön. Ja, wie gesagt, nicht optimal. Es hat jetzt lange gedauert, ist mir klar, aber hey. Ich gehe rein. Willst du noch mehr? Sag mal, wie es ist. Es ist halt nicht leicht. Wupp. Ausschwärmen. Ich habe freies Schussfeld. Oh, Flieger, der in der Luft ist? Wo? Ah, da, ich sehe ihn schon. Ich nehme seine Flanke. So, 4. 2. 4. Und dann fliege ich damit weiter.
Okay, jetzt kommt mir auch das Fliegen schneller vor. Aber ich muss mal gucken bei Zeiten. Moment, ich habe jetzt einen Flieger, ne? Vergesst die Antenne für einen Augenblick. Ich werde jetzt eben schnell das machen, weil mit dem Flieger kann ich natürlich schon mal für Chaos sorgen auf den Stützpunkt da drüben. Und ich bin eh schon wieder gesucht wie ein bunter Hund. Also von daher nimmt sich dann gerade nicht viel. Ah, da ist der nächste von diesen, die nicht besiegen soll, ne? Wir haben hier einen Eindringling, der muss umgehend gefunden werden. Na, dann machen wir das mal schnell. So, erledigt. Wir brauchen Hilfe! Schickt Fluchtunterstützung! Bringen wir es zu Ende! So. Ja, wisst ihr was? Andere Idee. Wir machen das mal anders. Weil ich gerade den Heli habe, in der Hoffnung, dass ich immer schnell genug weit wegkomme von denen, werde ich zusätzlich mal eben ein bisschen vorbereitenderweise für die nächsten Parts die Stützpunkte ein wenig leer räumen. Ah, der steckt aber nicht richtig drin, ne? So, ist schon nervig. So. Was ich auch hoffe, ist, dass ich gerade den anderen da hinter mir ein bisschen abhänge, dass ich noch mal ein bisschen sinke. Ach, das sinkt sowieso schon. Okay. Da warte ich ganz kurz ab, bis Stufe 1 oder 2 erreicht ist. Backup-Team ist unterwegs! So. Unfair. Mordsmäßig unfair. Wieder so einnehmen. 2, 3, 4. Darf ich mir das ausleihen? Will sich verstecken. Nur kurz so lange, bis ich wieder heile, genau. Okay. So, 2, 4, 1. Rakete fliegt! Es hat kurz geruckelt, ich hatte kurz Sorge. Rakete hat Ziel erfasst!
in Sicht. Wir brauchen Hilfe. Schickt Luftunterstützung. So, das ist auf jeden Fall ein wenig mehr beschädigt, als es sein sollte. Halten Sie durch. Die Verstärkung ist gleich. Aber ihr merkt gerade, es ist zwar nicht zu Ende führend gerade, was ich mache, aber ich führe halt damit schon mal Vorabschläge gerade quasi. So, 39 ist auch nicht final, aber wie gesagt, aktuell bin ich auch nicht aufs Finalisieren dieser Stützpunkte, sondern gerade aktuell aufs Vorbereiten dieser Stützpunkte beruht. Oh Gott, und das ist da auch schon wieder eine Blinkparty da unten, ne? Das ist unfair. Ich sehe schon, am Ende scheitert es daran, dass ich nicht alle Kisten einsammle. Ich werde so viele Orte hier nochmal auf der Karte am Ende besuchen. Einfach nur wegen Kisten allein schon, ne? Okay. Sodele. Ein Armee-Hubschrauber müsste in Kürze eintreffen. Ja, mein halt mal. So, was sagt die Zeit? Die Zeit sagt Part Ende. Dann würde ich sagen, im nächsten Part finalisiere ich dann das, was ich hier jetzt angefangen habe. Das wird ganz lustig eigentlich sogar. Und von daher würde ich sagen, sehen und hören wir uns einfach beim... Huch, warum hat es jetzt nicht funktioniert? Sehen und hören wir uns einfach bei dem Funkturm da oben wieder. Backup-Team ist unterwegs! Und dann zappe ich mich immer, beziehungsweise begebe ich mich immer von einem Punkt zum nächsten. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Star House. Haut rein. Und ciao!